Hallo und willkommen zu den Nachrichten der Kalenderwoche 36. Es sind noch 86 Tage bis zum Endwalker-Datum. Für diese Woche haben wir die folgenden Nachrichten. Das Final Fantasy 15 Event wird Montag starten, vom 13. September bis zum 18. Oktober. Dabei könnt ihr verschiedene Aufträge annehmen und dann hat auch die Belohnungen dafür bekommen. Die besondere Belohnung hierbei, das Auto, was für 4 Personen ist. Ich werde nochmal über die Sonderseite gehen, in einem separaten Video. Aber ich wollte es zumindest mal erwähnen. Dann startet auch vom 1. bis zum 3. Oktober die Tokyo Game Show. Final Fantasy 14 wird dabei auch dabei sein, allerdings nur auf Japanisch, aber für diejenigen, die es dann doch sich anschauen wollen, der Spaziergang mit Yoshi P. wird am 3. Oktober stattfinden. Und dann gab es diese Woche auch noch eine neue Kurzgeschichte, bisher meine Lieblingsgeschichte. Dabei geht es um Fordola und ihre Kindheit und einer besonderen Erinnerung. Und das war es für diese Woche auch schon. Wir kommen bald an den Live-Flatter ran. Da freue ich mich schon drauf. Vielleicht mache ich das über den Livestream dann. Werde ich mal schauen. Okay, bye!